Recht herzlich willkommen zur 65. Folge von Simotrans. Ja, wir sind wieder drin im Spiel. Wir sind weiter am Optimieren und sind der guten Hoffnung, dass es noch klappt. Aber ich glaube, es klappt doch nicht. Schauen wir mal rein. Und zwar gucken wir erstmal hier rein. Monate, Betriebsgewinn. Ja, 200. Was? Oh, da war gar nicht mal so ein schlechter Monat. Was sagt er? 187. Hier hatten wir schon 185. Und zwischendurch waren wir mal 220. 223. Okay, wir haben eine kleine Tendenz nach oben, aber so wirklich gut läuft das noch nicht. Das ist einfach zu wenig. Aber wir haben ja positive Züge eigentlich. Können wir hier mal gucken. Gewinnverluste. Ja, Recklinghausen, Münster. Der fährt noch ganz viel miese ein. Und wie sieht's denn hier mit dem Fahrplan aus? Da werden wir mal was ändern, ne? Der fährt ja sowieso nur vom Bahnhof zu Bahnhof. Aber warte mal, wenn der da stehen bleibt, geht das überhaupt? Weil der blockiert uns dann den anderen Zug, ne? Der ist auf dem Weg nach Recklinghausen. Da sollten wir vielleicht nochmal reingehen. So rum muss er fahren. Passt schon. Ist das ein doppelgleisiger Bahnhof? Ja, dann geht das. Und wie sieht das in Münster aus? In Münster auch. Okay, dann geht das. wie viel hat er denn gerade drauf? An Passagieren? Ja, das ist schon reichlich, ne? In dem Sinne. Aber er müsste mit voller fahren. Wären 90 Passagiere. Er hat 58. 20 wären nur 36, hätte er schon. Ne, dann müssen wir auf halb voll warten. Machen wir mal. Gut, den beobachten wir dann auch noch zusätzlich weiter, ist klar. Landshut Recklinghausen, das war der 100er Zug. Der macht auch klein schlechte Fahrt. Ja. Der muss halb voll da runterfahren. Ich weiß nicht, wie viel da oben wegholt. Wahrscheinlich auch zu wenig, ne? Muss mal gerade gucken. Na komm schon, 116. Ach, der wird sogar mit halb voll fahren. 116, 85, ja. Ne, 130 ist die Hälfte. Ja, wird ein bisschen warten, aber das ist nicht schlimm. Das passt dann schon. Gut, das ist der Postzug, den werden wir so lassen müssen. Ah, und da fährt einer gen Norden. Hamburg, der ist voll. Bis nach Lübeck fährt er voll. Und dann fährt er nach Kiel. Wir warten hier über Hamburg. Hamburg, Kiel warten 13. Okay. Jetzt einmal Fahrplan. Was haben wir jetzt? 270. 10% sind 27. Dann muss er so lange da warten. Und dort auch. Und das geht dann, glaube ich, wieder, ne? Da sind mehr Warten für Hamburg, ja. Gut. Auch eine schlechte Karte, ne? Der war das gerade. Hier haben wir dann noch einen, der ist Bremen, Wilhelmshaven, Hansestadt. Nee. Was war das hier? Bremerhaven, ne? Bremerhaven war das, genau. Der fährt jetzt gerade nach Bremen ins Rathaus. Wie viel stehen denn hier? Da stehen nur 47. Dann machen wir gerade den Fahrplan auf. Der kommt jetzt von dort. Dann soll er da mal auf 20% warten. Da auch. Und dann bräuchten wir noch Bremerhaven. Ah, da kann ich mit dem da hinspringen, ne? Aber dann muss ich das wegmachen.
Dann kann ich den Bahnsteig angucken. Da warten mir auch ganz wenige nur, ne? Ja, auch 10% sind schon 27, wow. 20% halt. Ah, da ist was schiefgelaufen. Der muss jetzt nach Bremen fahren. Passt. Ja. Lübeck, Schwerin, Rostock, auch ein Verlustgeschäft. Zehn, 20% überall. Ich glaube, 20% sind zu viel. Wir machen erstmal 10% voll. Aber auf der anderen Seite ist das zu wenig. Und der fährt nach Rostock, ja. Das war, glaube ich, richtig, ne? So. Ja, was ist das? Basel, ja, den haben wir schon gemacht. Den haben wir auch schon, glaube ich, gesagt, was er an Passagieren so machen muss. Der ist voll mit 210. Ja, lassen wir mal fahren. Ja, und weiter will ich jetzt gar nicht hier runter gucken, weil sonst kriegen wir auch gar nichts hin. Die anderen müssen wir erstmal begutachten. Er steht jetzt in Regensburg und wartet auf wie viel Prozent? Nee, das ist der Bahnhof, ne? Regensburg? Ach so, die sind innerorts sogar da unterwegs. Alles klar. Dann müssen wir den finden, der in Regensburg steht. Und das ist der hier. ja. Da haben wir noch einen Postanhänger. Der wartet jetzt auf 96 Postsäcke. Das heißt, das funktioniert nicht mit 50%. Ach, der wartet sogar noch mehr. Da kannst du mal runterschrauben auf 20. Vielleicht klappt es dann, dass er wieder fährt. Da wartet er wahrscheinlich auch noch ganz schön lange. Gut, Lübeck-Rathaus können wir zumachen erstmal. Der steht hier unten. Wie sieht es bei dem aus? 50%, das ist dann mit der Post gleichzeitig auch zu viel, ne? Ah, stopp. Das ist verkehrt. Fahren wir gleich wieder nach Recklinghausen rein. Entschuldigung. So, dann dürfte eigentlich keiner aussteigen. Und er wartet auf jeden Fall. Gut, dann fährt er nicht so viele Miese ein, oder? 20.000 hier. Und der ist voll. Tja. Wie der sich entwickelt, weiß ich dann auch nicht, dass das so negativ ist. Und hier haben wir... Ja, wo fährt er gerade hin? Nach Schwerin, ne, nach Rostock, ne? Ja, eine ewige Fahrt nach Rostock ist das. Oh, hier oben sollten wir vielleicht dann doch eine Postkutsche fahren lassen, wa? Was sagt denn unsere Kasse? Sieht gerade nicht so rosig aus, ne? Monate. Ja, da war wieder ein schlechter Monat bei. 247.000, super, ha? Das sieht nicht gut aus. Was haben wir noch? 2 Millionen. Wir kriegen das einfach nicht höher. Also wenn man hier wenigstens so einen leichten Anstieg sehen würde, dann würde man sagen, okay, irgendwann können wir es schaffen, aber so wie es jetzt läuft, negativ. Erstmal müssten wir ein Depot bauen und das kostet auch schon so 40 Euro die Woche. Machen wir dahin. Das machen wir so hin und dann noch eine Bushaltestelle dahin. Da sind die zwei Häuschen drin, ne? Dann eine neue Linie.
Stadtbus Hansestadt Rostock. Und starten. Können wir uns dann angucken, ne, wie der da miese fährt. Auf der anderen Seite müssen wir hier stärken, dass der Bahnhof besser frequentiert wird. So, 210, weil es ein Tag vor dem Ende des Jahres sogar. Ja. 3 Uhr, 4 Uhr, 5 Uhr, 6 Uhr. 210.000. 202.000, kommt gerade ein bisschen höher, aber schaffen wir nicht. 203 und da ist er durch. Hier so 180 hätte ich gern mal gehabt. So, jetzt fangen sie alle an, wieder bei 0 zu fahren, ne? Ja, ganz kleine Zahlen, das ist ja schön, aber schade drum. Ja. Der wartet, der wartet, der fährt. Der ist auch voll. Das ist die Pferdekutsche, die hat schon den ersten von der neuen Haltestelle geholt. Und hier haben wir die 383. Jetzt müssen wir gerade gucken. Wir hatten noch so ein paar Haltestellen offen, ne? Haltestellen, Linien offen. Das war zum Beispiel die 119. Und die 121 war das auch. Mal gerade darüber gelegt. 119 fährt da lang. Ingolstadt-Landshut ist das. Und 94 und 93 hatten wir noch. Was machen die? Der steht. Na, den haben wir gesagt, er soll warten. Und 93 steht auch. Und das ist wo? In Freiburg. Okay. Da müssen wir reingucken wegen der Post. 10% sind 48 Postsäcke. Puh. Und 27 davon. Ob das klappt? Machen wir mal darunter. 94 hat man die jetzt schon aufgemacht. Ja, da unten war das. 10% war das auch, okay. Und dann hatten wir noch die Linien 4 und 5. Hier war eine kleine Saxonia, die nach Berlin fährt. Und die 5 war dann Halle, Potsdam. Der ist voll. Der fährt Plus ein. Da brauchen wir uns eigentlich keine Gedanken drum machen. Das Jahr ist angefangen und der fährt schon volles Plus ein. Gut, das war Linie 5. Linie 5 rentiert sich schon. Gut. Das ist Linie 119. Der ist gerade in Ingolstadt angekommen. 2994 plus. Hier ist aber zu wenig. Gewinn ist hier aufsteigend, absteigend. Hamburg, Hannover, ne, Bremen, Hannover ist der. Okay, die sind noch unterwegs und haben noch kein Geld diese Runde eingenommen, ne? Hier ist natürlich jetzt ein Haus außerhalb, was ziemlich groß ist. Das würde hier noch Fahrgäste bringen, ne? Der kann auch Fahrgäste gebrauchen, ne?
Tja. Ist jetzt die Frage, wie wir jetzt hier das fortsetzen mit der Straße. Eigentlich hier, ne? Eigentlich müssen wir sie hier lang fahren lassen. Und das ist die Bushaltestelle. Die müsste genau dahin. Super. Das heißt, wir machen das anders. Machen da so diese Straße weg. Und setzen da die Bushaltestelle direkt hin. Gut. Und dann brauchen wir noch das Depot irgendwo, ne? Das setze ich mal dahin. Geht nicht, weil nicht Ende, dann ist es dahinter. Sieht man schlecht, ne? Doch, geht, wenn es aufgebaut ist. So. Fahrplan ist von dort nach dort. Das ist neue Linie. Stadtbus Hansestadt Bremen. Starten. Passt. Gut. Finden sich schon welche ein? Nein, noch nicht. Einer ist ohne Route, alles klar. Okay. 203.000, das war glaube ich Januar, ne? Ne, doch. Ne, Jahreswechsel war hier. 245.000, das sieht nicht gut aus. Wir haben gleich 21 Millionen rum. Und? Gut. Gucken wir durch. Wo fährt er lang? Von Bremen nach Hannover und ist auf dem ersten Weg. Ich glaube, den brauchen wir nicht beobachten, der fährt gut. Jammer 2000, wo ist er unterwegs? Ingolstadt Landshut, das ist gleich schon an der Kreuzung, oder? Ne, das ist noch ein ganzes Stück. Könnte aber insgesamt auch plus fahren. Der fährt hier gerade ganz knapp plus. Potsdam, oh Gott. Falsche Taste. Ja, Potsdam könnte man hier schon wieder ausbauen. Schon wieder zwei Häuser daneben, ne? Das ist die Bushaltestelle, ne? Steht auch schon wieder einer. Okay. Das zumachen. 3000 Miese und da unten sind es 8000 plus. Tja, eigentlich sollte das klappen. Dass man da eine positive Zahl rausholt, ne? Da ist Minus. Der steht immer noch, wartet auf Beladung, der auch. Tja, 132. 101 fährt total die Miesen ein gerade. Wo ist der denn? Ach, das ist da. Der kommt jetzt von Kiel und fährt nach Lübeck, glaube ich, ne? Ja. Ja, ist auch schwierig, ne? Wird wahrscheinlich gleich in Lübeck Plus haben. Aber nicht viel. Die Saxonia fährt gerade Minus ein. Das ist jetzt hier unten eine Kutsche mit einem Fahrgast. Nach Bremen hin, genau. Hier warten 22 Fahrgäste auf die Abfahrt. Das taucht auch nicht. Okay, der fährt ja gerade nichts dahin. Auch schlecht. Die 93 ist auch noch am Warten auf Fahrgäste. 23 da drinnen. Und er fährt hier.
Hat 98 Fahrgäste dabei. Wo ist das? Irgendwo auf Rostocker Tour, ne? Nach Schwerin oder sowas. Lohnt auch nicht. Und da nochmal 242.000 Miese. Super schlecht. 100 haben wir da auch noch stehen. Taucht nicht. Gut, weg. Aber er kommt an, den warten wir jetzt gerade noch ab in Berlin. Ja, 281. Shit. Obwohl, da war schon wieder ein Monatsende dazwischen. Und das hat uns hier 242.000 Miese gebracht. Ja, der fährt wahrscheinlich irgendwo in der Null rum, ne? Ja, knapp aber. Gut. Dann würde ich erstmal sagen, soll es für diese Folge auch wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.